Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Portal 2 im Koop mit der guten Kami. Hallo, wir sind in der letzten Ebene. Yay. Nicht in der Ebene, sondern im letzten Part. Wow. Aua. Dum, 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 dum. Ich dachte, wir fallen jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde oder so. Aperture Science. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Ist es das nicht eh? Auf geht's! Oh je, ich sehe Gel. Jetzt geht's los. Geh mal da rein, hinter dir. Drück mal das Knöpfchen. Knöpfchen? Da. Ach, jetzt gibt's hier Blaues. Okay. Ach nee. Da musst du runterkommen, musst dann mal da hochspringen jetzt. Auf den Lift. Ach so. Achso, ich muss dich auch mal auffahren lassen dann. Wäre echt süß von dir, danke. Lass mich raten, das ist noch ein Knöpfchen, yay. Ja. So, dann darfst du wieder runterkommen. Und dann auf den nächsten Aufzug. So, was haben wir da oben dann? Den Ausgang. Achso, dann kannst du mir ein Portal schießen, damit ich hochkommen kann. Kann ich noch eins annehmen? Ne. Setz nochmal dein rotes bitte. Hatte ich doch eben. Echt? Ja, aber ich musste hier hochkommen noch. Achso. Hallo. Hallo. Ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Ah ne, ich bin ja blau. Die Tür geht sogar zu. Aber es passiert nichts. Obwohl hier genug Platz wäre für so einen kleinen Dicken wie mich. Aber na gut. Nehmen wir wieder den anderen. Was wolltest du? Mal irgendwann vielleicht ein anderes Together mit mir machen? Eventuell, wenn Interesse besteht. Ja. Wäre ich vorsichtig, was ich sage. Über dich nur Gutes. Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Rück. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen. Weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Unglaublich. Guck mal, hier ist eine To-Do-Liste. Warum darf man das Glas nicht berühren? Wo ist denn hier überhaupt Glas? Mich gerade wie eine Ratte. Absolut gefangen. So. Au, das verursacht Strohpflege. Ja, ich glaube, wir sind gerade aneinander gekracht. Ach so. Ja,
Was passiert, wenn ich hier runtergehe? Dann klappt sich da hinten der Boden weg beim Ausgang. Aber wie kommen wir dahin? Moment. Geronimo! Ich komme hier nicht durch. Das ist richtig. Vielleicht eher für kleine Dicke geeignet. Hack nicht drauf rum. Du fängst immer damit an. Irgendwann das Spiel bloß weiter. Wer macht denn auch sowas? Echt? Sitzt denn da so ein Strom? Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Und halt die Klappe. Blöde Pute. Ich glaube, ich weiß wie. Na dann schieß mal los, ich bin ganz Ohr. Ich muss erst gucken, ob's geht. Und jetzt musst du den Schwebestrahl. Ja, drück. Hast du schon? Okay. Drück. Boah. Reaktion 1+. Hilft dir das? Nee, nicht dahin. Du musst deinen hier unten hinsetzen. Okay, dahin. Ja. Also den roten. Okay. Ja. Warte, Moment. Ich muss mir eben. Ja. Okay. Hast du? Ja, mach deinen roten schon hin. Genau. Ach so. Und jetzt macht das Portal weg. Ah, jetzt nicht, warte. Und das noch da. Und dann machst du es irgendwo anders hin, damit es da runterfällt auf den Boden, weißt du? Mhm. Oder nee? Jetzt? Nee, warte mal, ich bin gerade am Überlegen, was? Ich kann. Nee. So. Jetzt setzen wir woanders hin, das Portal, genau. So, jetzt haben wir da unten Zeug. Jetzt ist nur die Frage, dahin springen können wir ja nicht. Geronimo! Nein, verdammt, ich hätte schneller reagieren müssen. Komm du mal runter. Und dann? Ja, dahin, wo ich jetzt bin. Also, auf diese Plattform. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Kommst du jetzt darüber? Nee, da komme ich nicht hin. Das ist zu weit weg. Bin aber gerade was anderes am Überlegen. Nee, da kommen wir ja nicht hin, oder? Da wird auch nichts bringen. Nein! Auch wenn ich klein und dick bin, ich passe hier auch nicht durch. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Du bist ruhig, Gladys. Warte mal. Bitte. Ja. So. Und jetzt? Was haben wir denn? Welches habe ich gesetzt? Gelb, wa? Nee, dein Portal ist weg, weil du ja hier durch diese Lichtwand da gegangen bist. Na, das geht alles nicht.
Wir werden schon da reinfallen müssen. Also, dass sie nehmen müssen. Denke ich. Also, dass wir den hier nehmen, weißt du? Weil hinter diesem Gitter ist ja auch irgendwas da. Ach nee, du kommst ja nicht durch. Ja, wir kommen ja nur durch das Gitter durch und wir kommen ja erst gar nicht in den Strahl rein. Und irgendwie auf die Plattform da kommen. Wir können natürlich versuchen. Wie? Da oben ist ja auch Glibber. Ja, eigentlich für eine Wand. Das ist keine Wand. Och man, oh. Setzt du mir mal die Portale und nimmst dann eins weg, wenn ich da bin? Auf der Plattform? Wo willst du denn hin? Na, da, wo du eben warst. Immer bitte da. Ach so. Die, genau. Und wenn ich drauf bin, einfach wegnehmen. Ja. Okay, danke. Da komm Nein, ich, ganz da kommst knapp. Du nicht hin. Mach mal den Strahl dann nochmal. Nein. Also das war aber ganz schön knapp eben. Psst. Hat keiner gesehen. So, nochmal. Mal setzen. Kami springt rein. Oh, weg. So. Ich weiß, was wir machen müssen. Setzt du den daneben? Wieso? Was denn? Halt! Wenn ich jetzt sage. Oh Gottes Willen. Nee, du musst wieder zu mir hochkommen. Gleich. Tschuh! Jetzt komme ich eh zu dir. Oder du kannst auch da drin bleiben. Setz mal ein Portal dahin. Da kann ich keins hinsetzen. Doch, das geht. Ja, doch. Doch, jetzt, hm? Ja. Und eins hier oben an diese Wand. Okay, Moment. Genau. So. Ich schau mal jetzt das hier. Und das hier. Ja, mach mal. Drück mal den Knopf. Den hier? Ja. Was passiert jetzt? So, jetzt kommen wir zu mir hoch. Ja. So, ich weiß jetzt nur noch nicht, wie wir es machen, weil die Plattform da hinten muss ja oben sein. Weil wenn du jetzt... Vielleicht ist da drüben ein Portal. Guck mal, nee, da ist ja eine Treppe. Spring mal rüber. Hier drauf? Ja. Ich trau mich nicht. Mich, doch. Tu es. Hier ist ein Dings. Nee, das ist natürlich kacke. Moment. Ist auch was. Ah, ich weiß. Ich muss nochmal zurück. Nee, doch nicht. Nee, geht so. Und dann komm rüber gehüpft. Und dann zur Treppe. Die da ist. Links. Ach, da komm schon. So. Wieder Ast reingelöst. Ja. Von uns beiden. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Oh. Lächerlich. Siehste? Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das schreiben können? Hm.
Nee, bei dir war ja auch ein Kerl, sonst hätte ich wieder gesagt, ich bin doch männlich, aber gut. So. Zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Das ist aber nett. Ach, das ist nett, ja. Tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Okay. Da ist ein Knopf. Wo denn? Ah, da. Würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Na klar. Ups. So, und der Knopf tut was? Ah. Was denn? Was tut er denn? Ich bin jetzt gerade nur am überlegen, wie wir es am besten machen, ohne gleich zu sterben. Der Knopf löst da blauen Clipper aus. Der kommt, also so, wenn du in die Richtung hier guckst, da kommt er dann runter. Da müssen wir dann die Brücke hinsetzen. Ja, dann. Naja, warte. Mir, und wenn ich los sage, springen wir in die Luft. Ne, komm mal zu mir. Setz mir dein Portal dahin. Ach ne, bringt ja auch nichts. Ich bin ja doof. Ja. So. Wenn ich drei sage, ja? Komm hier zu mir. Doch, passt doch, passt doch. Ne, passt. Warte mal, ich bin total verwirrt gerade. Wie kriegen wir... Ja, dann vertrau mir doch. Aber ich muss ja noch den Knopf drücken, ja? Das muss ja dann alles getimed sein jetzt. Okay, sag dann, wenn du springst. So, Knopf... gedrückt. Mach es. Okay, ich bin nicht gesprungen. Hat aber eh nicht geklappt. Euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft. Setz dein Portal jetzt mal hinter uns hier an die Wand. Und dann quasi hier. Soll ich den Knopf drücken? Ne, warte mal. Wir müssen noch weiter nach rechts. Mit deinem roten Portal. Alles klar. So? Ich glaube, das ist gut. Ja, drück mal. Ja, hat geklappt. So, jetzt müssen wir noch da hochkommen. Ja, das schwächste Glied in der Gruppe. Ja, musst dich draufstellen, quasi, und dann im Laufen springen. Ja, ja, das habe ich ja eben gemacht, aber ich stelle mich da ein bisschen doof an. So. Ja, du musst noch hinten an die Wand dein Gelbes machen. Stimmt, da war ja was. So. Das sieht gut aus. Oder? Mich eigentlich hin, wenn ich da durchgehe. Ach so. Drück mal STRG. S. Ja, Moment. Oh. Genau, weil dann hörst du auf zu springen. Also sonst hast du nicht genug Schwung, um rüberzukommen. Da hat sie sich ganz professionell mit dem Portal gerettet. Unglaublich. Ah.
Mann. So, der Kami-Sicht mit einblenden. Vergesse immer, dass das geht. So, und ich muss jetzt. Nee, du musst. Springen? Das hat jetzt nicht so professionell ausgesehen. Ach, sehr ruhig. Du musst quasi zu mir gucken und dann erst laufen, dann springen. Dann passt das. Ich kann das ja auch ein bisschen höher setzen. Ja, eigentlich möglich sein. Dann habe ich es nicht ganz so weit, weißt du? Das ist richtig. Also ich muss dich angucken. Genau. Ich muss dann laufen. Meine Arme springen. Daran wird dieses Let's Play scheitern. Kami ist so dumm zum Springen. So, wir waren das jetzt zusammen. Naja, das glaube ich ein bisschen wenig. Da ist nur so ein kleiner Vogelschiss. Ah, das ist besser. So, stell dich neben mich. Genau, und jetzt erst W, dann Leertaste. Boing. Yay! Ja! Bin erster am Ziel. Huch. Doch, nicht Ziel. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber ich würde sagen, der Part hier ist vorbei. Mhm. Dass wir im nächsten weitermachen. Alles klar. Also Leute, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.